Ein Weib ist eine Frau, die sich hat. Das ist ein Satz, der mich seit Jahren ausmacht und prägt. Der ist mir irgendwann eingefallen und das ist für mich wirklich eine ganz große Ausrichtung in meiner Arbeit und natürlich auch in meinem Leben. Ich will dir auch heute wieder ein Weiberwerkzeug an die Hand geben, was mir so enorm hilft in den letzten Jahren und ich finde gerade jetzt, wo so viel Unsicherheit auf uns einströmt, umso wichtiger ist. Das Thema heute ist Eat, also Essen. Wie kannst du dir helfen, in diesen krassen Zeiten über Nahrung mehr bei dir zu bleiben? Wie du dich eben dann als Frau besser spüren kannst, aufgeräumter und ruhiger und klarer bist. Ernährung hat einen riesigen Einfluss auf uns. Du kennst bestimmt das Gefühl, wenn du ja total gestresst warst und dann irgendwas gecraved, sagt man auf Englisch, wenn man unbedingt was haben will, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Pizza oder du willst dann unbedingt eine Tüte Chips haben oder die berühmte Tafel Schokolade, die uns Frauen ja immer nachgesagt wird. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht aus meinem eigenen Leben, oh Mann, ja, viele, viele Jahre eben so zu leben und ich habe dann immer wieder gemerkt, das tut mir nur kurzfristig gut, aber langfristig geht es mir damit echt schlecht. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt wirklich mir die Tafel Schoki reinzimmer, dann macht die nur kurz was gut. Dann löst die vielleicht kurz einen emotionalen Zustand, der mir unangenehm ist, auf. Und das tut sie eben nicht. Also sie deckelt es nur kurz weg und danach kommt es ja wieder. Also das ist das, was man unter emotionalem Essen versteht. Emotionales Essen hat in erster Linie nichts mit tatsächlichem Hunger zu tun und auch nichts mit diesem Prinzip von was Nährendes sein. Emotionales Essen ist eben, wie der Name schon sagt, etwas, was ich und sehr, sehr viele von uns tun, um eine unangenehme Situation, eben gerade wenn es um Emotionen geht, um eine Stresssituation, um eine Streitsituation, um irgendwas, wo wir uns super unwohl fühlen, zu deckeln. So. Jetzt bin ich eine Frau, die super gerne leicht umsetzbare Tipps gibt und vor allen Dingen Dinge weitergebe, die mir einfach so enorm geholfen haben und dir ja vielleicht auch. Emotionales Essen ist ein Riesenthema und das lässt sich auch nicht abstellen von heute auf morgen. Wenn du jetzt, wie wir alle, gerade das Gefühl hast, streckenweise aufgrund der Nachrichten, die auf uns einströmen und aufgrund der wirklich so extrem veränderten Lebenssituationen, mit denen wir uns gerade konfrontiert sehen, dass du das Gefühl hast, ich brauche jetzt das und das. Das ist völlig in Ordnung. Also das ist ganz klar, dass sowas passiert in solchen Zuständen, dass man dann auch vielleicht wieder in alte Muster verfällt. Sei hier bitte gnädig mit dir. Wie dir jetzt Essen eben helfen kann, dass du Kraft hast, dass du ruhig bist, dass du klar bist, dass es dir körperlich und seelisch besser geht. Das ist was, was so ein Riesenthema ist und so spannend ist und mich seit Jahren begleitet und beschäftigt. Es gibt auf jeden Fall eine Stimme in dir, die dir jeden Tag flüstert, was du wirklich brauchst. Ich habe in dem anderen Video erzählt, das Video heißt Pray und da geht es um Meditation. Wie du in der Früh eine Routine erstellst, dass du klar bist und weißt, was zu tun ist für dich an diesem Tag. Das ist so ein kurzer Check-in, um dir klar zu machen, was brauche ich denn wirklich? Eben unabhängig von dem, was vielleicht von außen auf dich einströmt und was vielleicht auch gar nicht dir entspricht. Wenn du jetzt also bewusster deine Ernährung angehen möchtest, wenn du bewusster essen möchtest und dir eher langfristig gut tun willst, dann ist es wunderbar, wenn du eben aus einer Ruhe heraus entscheidest, intuitiv, was heute für dich wichtig ist. An Essen. Natürlich
ist es fantastisch, wenn du an Dinge denkst wie wärmende Nahrungsmittel zum Beispiel. Unsere Mitte zu stärken in so aufregenden Zeiten ist ein super Tipp, der mir enorm hilft und der sehr, sehr vielen anderen Frauen auch gut tut. Also vielleicht probierst du die nächsten Tage und Wochen aus, dass du einmal am Tag oder zweimal am Tag was Warmes isst, vielleicht auch warm zu frühstücken. Porridge ist ja wie eine Sau, die man durchs Dorf treibt seit Jahren. Es hat aber wirklich ganz viel positive Eigenschaften für ganz, ganz viele von uns. Ich merke einfach, ich bin aufgeräumter und ja auch tatsächlich oftmals satter, wenn ich was Warmes frühstücke. Und es kann jetzt sein, dass du dir eben aus Dinkelflocken oder Haferflocken mit, ja, je nachdem, was dir gut tut, Kuhmilch oder eben einer Pflanzenmilch wie einer Reismilch oder also Soja mag ich persönlich nicht so. Da scheiden sich auch so die Geister, wie gut es ist für uns Frauen. Also vielleicht eine Reismilch oder eine Dinkelmilch. So einen warmen Brei machst und den kann man ja super gut aufschwanzen mit Nüssen und Beeren und ein bisschen Honig vielleicht, einem guten Leinöl, was du am Schluss noch dazu tust. Also da gibt es so viele Hammer-Variationen, da wird dir bestimmt nicht fad. Also experimentiere mit warmem Essen. Auch toll ist, wenn du dir zum Beispiel abends eine Suppe machst. Aus Gemüse. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst besonders viel Kraft gerade, dann ist eine, ja, ich wollte gerade sagen, Muttis berühmte Rinderbrühe ein super Tipp. Also eine natürlich, wenn möglich, regional oder organisch, ja, gehaltenes oder erzeugtes Fleisch. Sehr, sehr gut. In der traditionellen chinesischen Medizin sagt man, dass gerade im Winter Frauen gerne mal Fleisch brauchen, dunkles Fleisch, also Rind zum Beispiel. Mach hier eine ganz bewusste Entscheidung, ob das für dich jetzt dran ist oder nicht. Ich merke, es gibt Zeiten im Jahr, da brauche ich einfach so eine richtig geile Fleischbrühe und da bin ich auch einfach immer super dankbar, wenn ich die haben darf. Also, lass ja tatsächlich Nahrung auch ein Schwung deine Medizin sein. Auch um einen tollen Anker im Alltag zu schaffen. Also es geht jetzt gerade für viele von uns sehr back to basics. Wir sind sehr eingeschränkt in unserer Bewegungsfreiheit. Wir können jetzt einfach nicht mehr ins Café gehen oder im Restaurant sitzen. Und es hat aber auch einen riesen Vorteil, einfach auch wieder, um ruhig und gelassen zu bleiben, um wieder zurück zu uns zu finden, zu dir als Vibe auch sozusagen, hast du jetzt die Chance, die Zeit zu nutzen für ja, ganz bewusste Entscheidungen, was du kochst und wann du kochst. Und es gibt ja auch einen unglaublich schönen Rhythmus im Tag, dann einfach zu merken, ah okay, jetzt heute Abend habe ich Lust, ich mache mir eine Suppe, ich brauche was Warmes im Bauch. Probier einfach aus. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, ich freue mich sehr, wenn du das Video teilst. Wie gesagt, es ist eine Videoreihe mit kurzen, knackigen Videos, mit den Tipps, die mir die letzten Jahre so unglaublich geholfen haben und die dir und ich denke auch vielen anderen Frauen helfen, diese fordernde Zeit gelassener, aufgeräumter und ja auch zufriedener zu überstehen. Bis bald!